herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Leute, Viertel vor drei, sagenhafte 19 Grad im Schatten. Wir haben 27. Dezember. Bald ist Neujahr. Ich will euch nicht die Nase lang ziehen. Musste ich aber nur mal kurz erwähnen. Ich habe eben gesagt, boah, heute ist aber richtig warm, ne? Und es soll vielleicht noch 1-2 Grad wärmer werden. Ich freue mich so. Gleich Schuhe an. Anderes T-Shirt an, weil das ist weiß, sonst machen wir uns dreckig am Strand. Ne? Das ist auch ein gutes T-Shirt. Shirt, besser Bluse. Dann gehen wir ab zum Strand, der Tarik und ich. Jetzt zum Thema. Alanya. Eigentümer, Mieter, aufgepasst war die Überschrift. Ich natürlich musste direkt lesen. Ich versuche ja für euch nicht nur immer so Mahmoud-Lad zu zeigen, Restaurants zu zeigen, Geschäfte zu zeigen oder euch was zu erzählen, sondern ich versuche die letzte Zeit, weil anscheinend ist sonst keiner mehr, ich gucke ja auch, wo euch die Neuigkeiten bringt. Ja, deswegen lese ich viele Artikel, nicht nur Alanya News, auch andere, wo ich mir dann Sachen übersetzen lasse. Diese Überschrift hat mich zum Nachdenken gebracht und da drinne steht: Es war doch dieses Gesetz letztes Jahr rausgekommen. 1.7.23 soll gelten bis 1.7.24, dass die Mieten nicht höher wie 25% auf einen Schlag erhöht werden dürfen. Fand ich super. Auch wenn manche nicht geklagt haben, auch wenn manche gesagt haben, ah nee, ich will keinen Ärger, ich bezahl's, aber sich dann riesig lautstark beschwert haben, wo ich sage, ja Leute, dann unternimmt doch was. Naja, egal. Es wurde jetzt gesagt, dass es wäre, Satz war, ich hänge euch diesen Artikel, Bildschirmaufnahme hinten dran, lest euch das genau durch, bitte, ja, bevor wieder irgendein Mister gelabert wird. Die sehen es nicht für nötig, es nochmal zu verlängern. Jetzt der Grund. Ich habe euch doch die ganze Zeit wie versprochen, sobald ich was schwarz auf weiß habe, das ist aber jetzt zwar schwarz auf weiß, aber noch nicht gesetzlich niedergeschrieben. Ja, es ist noch nicht niedergeschrieben. Das sind Vorschläge. Wo wir aber schon, also der Beek hier, und der hat mir davon erzählt, vor ein paar Monaten gehört hat, ich euch immer so kleine Tipps gegeben habe, aber kein extra Video darüber gemacht habe. Die planen jetzt, oder es kommen Vorschläge, wie viel auch, ne? Steuern für Wohnung 1, für Wohnung 2, für Wohnung 3 und zu machen. Die Steuern sollen einzeln. Also ihr braucht für Wohnung 2 nicht dieselben Steuern zahlen wie für Wohnung 1. Ich denke mal, die werden höher sein. Ja, ich glaube, mal in einem Video erwähnt, dass wir gehört haben, so hinter dem Blümchen hatte ich geredet, dass es sowas wie eine Strafsteuer geben soll, nächstes Jahr, 24, wenn man die Wohnung leer stehen lässt. Hatte ich schon mal erwähnt. Könnt ihr euch erinnern? Das war nämlich so ein Ding, aber wir wussten noch nicht wie. Und das wird jetzt durchgesetzt. Warum machen die sowas? Fragt man sich, warum machen die sowas? Ist doch egal, ob man 1, 2, 5, 10, 20, 80, ne? Nein, ist es nicht. Ich sitze hier abends auf dem Balkon, ja? Und ich sehe, seitdem wir hier wohnen, in manchen Wohnungen, da war bis jetzt nicht einmal abends das Licht an. Sommer wie Winter. Es wird ja im Winter, Herbst, früher dunkel. Also man kann mir nicht erzählen, dass sie vielleicht nur mit Kerzenlicht machen. Nein, diese Wohnungen stehen leer. Manche haben ja gekauft und lassen die bewusst leer stehen, dass die Preise sich erhöhen. Und ihr wisst auch, dass es hier Wohnungsmangel. Ja, für Einheimische gibt es hier wirklich Wohnungsmangel. Und das darf eigentlich nicht sein. Und das ist der Grund. Manche haben schon ganz günstig gekauft vor 2 Jahren, manche vor 3 Jahren. Und die Wohnungen stehen leer, leer, leer. Die vermieten die ja nicht immer als Ferienwohnung. Manche sind wirklich, da sind keine Möbel, nichts drin. Und deswegen machen die sowas. Es soll keine leerstehenden Wohnungen mehr geben.
Wie findet ihr das eigentlich? Findet ihr das gut? Ich muss ehrlich sagen, wir haben auch zwei Wohnungen. Wenn ich so bedenke, ja, könnte sich vielleicht ein Einheimischer leisten, ob Miete oder kaufen. Auch wenn es mich betrifft oder uns betrifft, ich finde es auch gut, dass andere Steuern bezahlen. Man muss ja wirklich immer gerecht sein. Ja, ich kann ja nicht nur was, weil es mir schaden würde oder schadet, kann ich nicht sagen, das Gesetz ist blöd. Zum Beispiel, wenn ich jetzt keine oder wir keine extra Wohnung hätten, die jetzt sowieso vermehrt leer steht, könnte ich nicht sagen, boah, das finde ich aber blöde. Wenn ich jetzt eine Wohnung hätte, die nie leer steht, könnte ich sagen, ja, das finde ich gut. Nein, also ich finde es gut, auch wenn und deswegen haben wir ja schon überlegt, wegen Langzeitmiete oder die Wohnung zu verkaufen und. Wir wollten jetzt halt wirklich nur warten, was dabei rauskommt. Und anscheinend wird das erst, weil das andere Gesetz gilt ja bis zum 1.7.24. Anscheinend haben wir dann vielleicht eine kleine Hoffnung, uns da noch was zu überlegen, bis zum 1.7.24. So, das war das. Alanya, Eigentümer, Mieter, aufgepasst. Ist auch mit hinten dran, dann stand da, ich wusste gar nicht, dass Türkei das einzige Land ist, wo man, wenn man mit Kreditkarte bezahlt, dann kannst du ja bezahlen mit Kreditkarte, aber du kannst es nicht in Raten zurückbezahlen, sondern du musst die Summe, zum Beispiel du gibst 3000 Taler aus, Madame Coco, wenn die das abbuchen, die buchen das auf einmal ab, ja? Und er sagt auch, Türkei ist das einzige Land auf der Welt, dass wenn man mit Kreditkarte kauft, dass man das in Raten zurückbezahlen kann. Und das findet er nicht gut, denn die Leute geben mehr aus, als sie verdienen. Stimmt. Da werden die, glaube ich, aber das betrifft ja nicht die Ausländer, also so wie mich oder so, ne? Ich glaube, das werden die auch bald ändern. Ich finde das auch eine Katastrophe, weil ich habe mal geguckt, ich sage, boah, Alter, wir können, jetzt habe ich Alter gesagt, ne? Boah, wir können uns nicht einfach hier mal ein neues iPhone kaufen. Gehst du aber auf die Straße, da siehst du jeden mit dem neuesten iPhone oder mit den neuesten Apple Watches, Einheimische. Wo ich sage, wie können die sich das leisten? Jetzt weiß ich's. Die kaufen mit Kreditkarte und zahlen das in Raten zurück. Aber das können die ja. Ey Leute, die sind ja wahnsinnig teuer hier, zum Beispiel die iPhones, ne? Aber so kaufen die ja alles. Die haben ja auch meistens die neuesten Klamotten und so, ne? Das hier, das Shirt. Soll ich euch mal was verraten? Das ist ja noch von Deutschland. Und wisst ihr, wo ich das damals gekauft habe? Das war super duper runtergesetzt. Ich bin immer noch eine Schnäppchenjägerin. Ne? Sind nur Klamotten, die man anzieht. Lidl. Dieses schöne, geile Carmen-Shirt ist von Lidl. Und das war damals, ich glaube, von 12,99 runtergesetzt auf 5 Euro Ebbes. Und das ist schon ein paar Jahre her. So zwei Leben wie hier, 2,5. Boah, das ist bestimmt schon 8, 9 Jahre alt, das Shirt. 5,99. Boah, geil, oder? Ich war schon immer eine Schnäppchenjägerin. Ich habe das schon immer, meine Freundinnen haben immer gelacht, die haben immer gesagt, wenn ich neue Sachen anhatte, lass mich raten, Katja, 1,99. Ich sage, ja. Warum finden wir so Sachen nicht? Sag ich, ihr guckt nicht. Ihr guckt einfach nicht. So, Artikel ist hinten dran. Diese zwei. Wir müssen jetzt abwarten, gucken, was auf uns zukommt und auf euch zukommt. Euch noch eine schöne Restwoche. Heute ist Mitte der Woche, stimmt, Mittwoch. Bis denn. Ciao, ciao. Eure Katja.